SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönegger. Ein gutes neues Jahr. Wir reden heute über Neuanfänge. Neuanfänge vom Leben, wo man kann oder muss neu anfangen. Mein Gast hat genau das gemacht mit 23 und nicht freiwillig. Der Kevin Lötscher. Er war der gefeierte Spieler in der Schweizer Eishockey-Nazi im 2011. Der mit den goldenen Händen. Es ist so, der Kevin Lötscher. Die Saison bei Biel gespielt, nächstes Jahr bei Bern. 2 Goal hat er heute geschossen bei seiner ersten A-Weltmeisterschaft. Verdienten besten Spieler. Und dann war mit dem Höhenflug alles vorbei gewesen. In dieser Nacht, wo er von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt wird. Seine Karriere als Eishockey-Profi und Nazi-Spieler, seine Leidenschaft, sein Lebensplan hat er müssen aufgeben und ist ins tiefste Tief gefallen. Und wieder aufgekommen. Wie er das geschafft hat, über das hat er ein Buch geschrieben, «Eiszeit». Und wie er heute Unternehmer, Referent und glücklicher Papi ist, wie er sich selber neu erfunden hat, über all das wollen wir mit dir reden. Herzlich willkommen. Schön, bist du da, Kevin Lötscher. Guten Morgen, Katrin. Jede Nachricht von dir, habe ich gemerkt, hat ein PS. Du schreibst immer «Deich dran, Sorge haben». Das ist dein Motto geworden. Wie hebst du dir Sorge im Alltag? Am Morgen, wir zeichnen das ein bisschen früher auf. Wie hebst du dir Sorge? Ja, das «Deich dran, Sorge haben» ist schon ein bisschen so zu meinem neuen Lebensmotto geworden. Muss ich sagen, weil ich halt auch, ja, ungezwungen gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass ich mir Sorge habe. Und wie soll ich sagen, ich konsumiere auch keine Medien mehr morgen früh, also vor allem mit dem Morgen früh, sehr wenig sonst auch. Aber aufstehen und Musik hören und irgendetwas machen, was mir gut tut, gehen vielleicht raus, ein bisschen, wenn es eine Viertelstunde, 20 Minuten sind, ein bisschen joggen oder in den Wald oder irgendetwas machen, das, oder gehen auf den See, irgendetwas machen. Das, am Murtensee, wo du dich heim bist. Also so das Doomscrollen von News am Morgen früh, wie du früher am aufgewacht bist, das gibt es nicht mehr. Nein, sehr, sehr wenig. Ja, wie du dir Sorge hast oder wieso dass dir Sorge haben so wichtig ist, wie du den Plan vom Leben, der so aus der Fuge geraten ist bei dir, wie du das wieder gepackt hast und dich neu finden hast müssen und wie man auch eine gute Beziehung zu sich selber pflegt. Über all das möchte ich mit dir reden. Das hat mich nämlich wahnsinnig berührt in deinem Buch. Aber zuerst müssen wir ins Wallis zusammen. Dort, wo du mit 4 angefangen hast, ist okay spielen. Ohne Schleifschuhe. Wie geht das? Ja, es waren natürlich keine Schlittschuhe, sondern einfach so wie Kufen, wo man mit den Schuhen, mit den Winterstiefeln drin ist und nachher ist man einfach auf den noch. Aber das hat man so 2 Kufen gehabt. Also das Gleichgewicht war sicher einfacher zu haben. Das ist so die ersten Schritte für mich, die wir gemacht haben. Ja. Du bist in einer Eishockey-verrückten Familie aufgewachsen. Ich hatte auch unweit irgendwo ein Natureisfeld, wo wir alle zusammen drauf getümmelt sind. Also dein Bruder Sven, der hat Eishockey gespielt, dein Papa, dein Vater war auch Eishockey-Nazi-Spieler. Ist Mami auch mitgekommen aufs Eis? Ja, ich kann mich nur erinnern, die immer so violette Schlittschuhe gehabt, Freiwurfschlittschuhe. Die war elegant unterwegs gewesen. Sehr wahrscheinlich eleganter als der Papa, der Bruder und ich zusammen. Aber nein, wir hatten so ein Natureinfall, gerade unter dem Haus von der Grossmütter. Mhm. Und da waren wir halt früher jedes Wochenende, jede freie Minute, wenn sie Eis hatte. Das ist ja mega schön. Wie hat das funktioniert bei dir? Die Liebe zum Eishockey, ist die sofort da gewesen? Oder irgendwie so ein bisschen mit Pressure, dass man doch gesagt hat, ja, Kevin, okay, wir gehen jetzt schleifschühnen und das wäre schon toll, wenn du auch würdest, oder? Nein, überhaupt nicht eigentlich. Also meine Brüder und ich haben Fußball gespielt, wir haben Hockey gespielt, wir haben beide Kunstturnen gemacht, wir haben Tennis gespielt, wir sind viel am Skaten gewesen, wir haben einfach hauptsächlich bewegen. Und habe nachher so ein bisschen eins nach dem anderen aufgekehrt, bin dann am Schluss noch mit Fußball, Tennis und Hockey unterwegs gewesen. Habe dann nachher Tennis aufgekehrt, habe Fußball aufgekehrt und am Schluss auf das Hockey gesetzt, weil mir das am meisten Spass gemacht hat. Obwohl das auf jeden Fall die Leidenschaft und die Freude von meinem Vater, ja, die mit dem Hockey verbunden sind, sicher eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja. Dein Papi war so ein bisschen, glaub, wie ein Held für dich. Es hat aber ein Held gegeben, der noch ein bisschen grösser, vor allem mit deinem Kinderzimmer gehangen ist, als Poster, der Jaromir Jagr.
NHL-Spieler, habe ich es überhaupt richtig gesehen? Ja, genau. Ja, der hat ja, ich meine, der ist jetzt irgendwie was 52 und spielt irgendwo noch in Tschechien in einer Liga, also bei dem Club, wo er gross geworden ist, wo er die ersten Schritte gemacht hat. Da hat er jetzt seine Karriere eigentlich auf. Und ja, das ist immer schon früher die Zeit, als er in Pittsburgh war, vor allem mit dem Lemieux und so. Das ist die Zeit, als ich einfach gesagt habe, wow, so ein geiler Spieler. Warum? Warum er? Ja, er hat immer so lange Haare gehabt. Die Frisur ist mir auch aufgefallen, ja. Er hat so wie eine Malet gehabt, oder? So eine Fokuhila, fast hinten noch wirklich ganz lange Haare. Und der ist mit seinem ganz runden Helm, so der Tschecho-Helm der erste, habe ich das Gefühl, es ist mir einfach aufgefallen und er ist mir einfach irgendwie eingefahren, dass der so verspielt ist und hat irgendwie so eine Freude und eine Liebe ausgestrahlt, währenddem, dass er aber Hockey gespielt hat. Und darum ist mir das so eingefahren. Eine Freude und eine Liebe ausgestrahlt, während er Hockey gespielt hat? Ja, einfach, wieso das ein bisschen? Es ist schwierig, ein Wort zu fassen. Einfach, wenn ich ihm zugeschaut habe, habe ich gemerkt, so, wow, hey, der macht das einfach gerne. Der hat einfach Freude. Das gibt ihm so viel. Und der ist so verspielt gewesen. Und ja, für mich war es schön zu sehen, dass jemand eigentlich beim Ausüben vom Sport so viel Freude und Glück kann ausstrahlen kann. Und darum hat mich das gepackt. Also bei dir sind die Schleifschuhe im Ecken gestanden. Du hast den Jaromír Jágr an der Wand hängen gehabt. Was bist du für ein Kind gewesen? Was war das für eine Zeit vom Aufwachsen? Weil ich habe, Temperament hat ja schon auch zu dir gehört. Ich habe mal gehört, dass du ganz hässig oder vor lauter Hässigkeit ins Gras hineingebissen hast. Ja, ich war schon nicht immer ganz einfacher gewesen. Also es ist lustig, meine Brüder hat mir teilweise, wenn wir irgendwie gekämpft haben, mir ein Posten verschissen. Aber auch vom Jágr zum Beispiel. Und das ist mir der. Und ich bin nachher immer ins Bob Marley ab den Borg geschissen. Also, wir haben schon immer wieder Streit gehabt. Wir haben relativ viel gestritten als Kind, meine Brüder und ich. Aber ja, wir haben viel Fleisch im Kopf gehabt. Sie haben viel. Ich bei jedem Seich dabei gewesen. Aber ja, das hat, glaube ich, dazugehört, das war gut gewesen. Jetzt haben wir ein bisschen gestillt, zum Glück. Es klingt nach einer recht unbeschwerten Zeit, oder? Das Natureisfeld, die Familie, die ganz grosse, wichtige, schöne Rolle gespielt hat. Sich ein bisschen Seich machen. Ja, also ich hatte sicher eine sehr, sehr eine schöne Kindheit gehabt. Ich habe auch meine ganze Familie und die Leute, mit den Leuten, die ich zu tun hatte in unserer Jugend, das sind super Menschen gewesen. Und ja, mir hat es halt einfach irgendwie an nichts gefehlt. Die Schule hingegen, ich glaube, das hat dich nicht so gepackt. Dort hast du irgendwie nur das Nötigste gemacht. Du bist sogar einmal von der Schule dann geflogen. Und irgendwann haben deine Eltern gesagt, hey, mach eine KV-Lehre, mach etwas Anständiges, aber bitte keine Eishockey-Karriere. Was hast du wollen? Ja, gut. Ich habe schon seit jungen Jahren immer gesagt, ich will einfach Hockey spielen. Das ist einfach das, was mich am meisten begeistert hat, da wo ich irgendwie eine Leidenschaft hatte. Und ja, meine Eltern haben nachher gesagt, hey, du musst einfach zuerst eine normale Ausbildung machen, bevor du einen Profivertrag unterschreiben kannst. Mhm. Und ja, ich habe dann früher schon viel gedacht, so, hey, mach doch eine scheiß Lehre selber. Aber jetzt im Nachhinein natürlich das einzige Richtige. Hockey kann man nicht bis 65 spielen. Darum, aber KV habe ich abgeschlossen. Und nur ein paar Tage später habe ich den ersten Profivertrag unterschrieben. Nur beim Jim Kolev dazumal. Das war ein sehr schöner Moment für mich und habe nachher eigentlich freie Bahn gehabt. Du bist ziemlich schnell ziemlich gut geworden. Du bist der mit den goldenen Händen geworden. Was war das für ein Feeling für dich, Eishockey zu spielen? Ja, was soll ich sagen? Für mich ist also aber die goldenen Hände. Ich meine, ich habe sicher gute Hände gehabt, aber ja, keine Ahnung. Hockey spielen ist für mich etwas gewesen. Da bin ich am Morgen aufgestanden, bin ins Stadion gegangen, musste ich vorbereiten, musste ich aufs Training vorbereiten, musste das Training gemacht, man hat irgendwie
zusammen auf ein gemeinsames Ziel können hinarbeiten. Und das ist einfach auch der Umgang in der Mannschaft, ein Teil sein von einem Team, das irgendwie zusammen will siegen feiern und so. Das ist, und natürlich auch uns nicht in der Lage lehren. Also wenn man verliert, ist einfach der, wie soll der Gegner besser gewesen? Oder muss man sich klar werden, was man nicht gut gemacht hat? Also der ganze Prozess, so in einer Mannschaft sein, das ist ja, für mich etwas am schönsten gewesen. Und du bist eigentlich in einer permanenten Challenge, oder? Du bist immer zwischen Auf und Ab, zwischen Sieg und Niederlage. Das ist ja auch spannend, sich mit dem als Alltag zu konfrontieren. Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja wie überall, dass eine Mannschaft funktioniert. Man muss jeder seine Leistung bringen. Und jeder Spieler, glaube ich, hat das Ziel gehabt, irgendwie der optimale Leistungszustand zu erreichen, dass er sein Bestmögliches kann abrufen kann. Und das ist schon eine Challenge. Also, man lebt nachher auch irgendwo nach dem Leistungen können abzurufen. Also alles, was man macht, dann muss ich sagen, fördert das jetzt mein Hockeyspiel oder kommt das dem entgegen oder hemmt das Hockeyspiel? Oder man tut alles immer mit seiner Leistung irgendwo vergleichen und abschätzen. Und das ist sicher eine mega spannende Zeit. Mit 23 hast du die erste WM bestritten in der Elite. Das WM-Spiel in der slowakischen Stadt Košice. Dort hat das Spiel gegen die USA stattgefunden. Du bist Best Player of the Game geworden. Die NHL hat nachher eine Anfrage geschickt und Jan Bileter hat am Fernsehen gesagt: Der 23-jährige zukünftige Spieler des SC Bern. Sehr schön noch von Moritz Draxler aussen der Bande. Der Marc spielt dort hier. Gut spekuliert auf den Pass vom Goalie, der rundum ist gegangen, und Kevin Töpfner super. Und das hat Kevin Lötscher gemacht. Auf ihn zählen wir in der Zukunft im internationalen Eishockey. Auf ihn zählen wir, wenn du so Szenen vielleicht auch manchmal siehst noch oder jetzt hörst. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich wunderschön. Ich meine, von zwei so Leuten, von Jan und von Mario, also Worte zu hören, die eigentlich selber schon sehr viel gesehen haben und euch selber erreicht haben und wissen, wie das Hockey ist und was es braucht und so, das ist, ja, das geht einem schon nach, wenn man das hört. Und aber die WM, also wenn ich so heute schaue, ich habe ja keine Erinnerungen mehr an das. Also, aber wenn ich das schaue und euch die Worte dazu höre, geht mir das immer sehr nach. Also das müssen wir vielleicht schnell erklären. Du hast mal gesagt, es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Zwillingsbrüder gesehen, wenn du dich im Fernsehen siehst oder so. Weil eben das gibt es nicht mehr. Also der 9. Mai 2011 mit deinen gloriosen Goals, den gibt es nicht mehr, weil du keine Erinnerung mehr daran hast. Genau, also wenn ich das auf einem Video sehe, ich weiß nicht, wenn ich mich in dem Moment gefühlt habe, wie das war, oder wenn ich gejubelt habe. Ich sehe zwar genau, ja, das bin 100% ich, aber es ist wie wenn ich das Spiel irgendwie von der Tribüne aus sehe. Ich habe null Erinnerung daran, wie das dann war. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Wie ist das, wenn höchst und tiefst, schreibst du in deinem Buch, sind wie aus dem Speicher rausgelöscht von dieser Zeit? Wenn du dann Erinnerungen hast, wie weißt du, welchen zu vertrauen? Oder wenn vielleicht auch Erinnerungen kommen? Ja, das ist extrem schwierig. Ich weiß heute teilweise nicht, ob das wirklich meine Erinnerungen sind oder ob das halt durch Bilder hinzugefügte Sachen sind oder was mir erzählt haben. Ich glaube, die Zeit euch. Nach meinem Unfall war es so intensiv und ich hatte meinen Fokus nicht darauf, irgendwie auf Erinnerungen oder auf Bilder oder auf Erzählungen. Das ist einfach wie, das ist stur und ich habe nicht gefiltert. Also mein Ziel war, nachher irgendwann wieder Hockey zu spielen und darum kann ich heute auch nicht genau. Ja, ich habe da nicht so eine Wichtigkeit drauf gegeben, was wirklich war, weil ich probiert habe, vorwärts zu schauen und zu sagen, hey, ich will wieder Hockey spielen. Oh, das ist noch spannend. Also du sagst, die Erinnerungen, die sind mir eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ja.
Nein, ich finde es manchmal noch spannend, oder? Ich habe das Gefühl, zum Teil hat man doch so wie einen Anspruch, dass man das Gefühl hat, hey, so wahre Erinnerungen, die sind einem mega wichtig. Und ich habe mit einer Kognitionspsychologin letztens ein Gespräch gehabt, die gesagt hat, hey, der grösste Teil von unseren Erinnerungen sind eigentlich gar keine echten Erinnerungen, sondern etwas, was sich unser Hirn zusammenbaut, aus ganz vielen Geschichten. Und wir machen daraus, wir konstruieren daraus neue Erinnerungen. Das heisst, eigentlich ist das etwas mega Manipulierbares oder etwas, das wir unbewusst immer wieder ein bisschen verändern. Und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn man keine Erinnerung mehr hat? Weißt, wünschst du dir die? Willst du es nicht können wieder vorstellen? Eigentlich überhaupt nicht. Also, ob ich jetzt die Goal, ob ich jetzt weiss, dass ich das angefühlt habe, ich kann mir es vorstellen. Es war sicher der Wahnsinn. Aber das sind nicht die Sachen, die ich... Das sind nicht Prioritäten in meinem Leben. Ich glaube, für mich ist es viel wichtiger, dass ich immer alle Leute in meinem Umfeld erkannt habe. Und darum, ob ich jetzt... Also, ich kann ja YouTube schauen, ich sehe, was ich gemacht habe. Ob ich jetzt weiss, dass ich das in dem Moment angefühlt habe oder nicht, das ist für mich nicht so relevant. Mhm. Gerüche, sagt man doch häufig, wecken Erinnerungen. Ja. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja. Mit Gerüchen habe ich eigentlich auch im Hockey vor allem... Also ich habe nur einmal bei jemandem zu Hause in Eishockey-Taschen geschmückt. Nach dem Training dachte ich, okay, wow. Ja. Also ich weiss nicht, ob das immer so ist, ob das der Standard ist, aber so eine Trainingstasche, die vergisst du nie, weil die schmeckst. Die schmeckt definitiv, ja. Und auch vor allem Tanschen. Tanschen ist immer... recht intensiv, sage ich jetzt einmal. Noch ist ja mein kleiner Bub, der Nina, der Hockey spielt, der ist 6 und dem ist noch Handschuhe, die im Mief. Und das ist richtig riesig. Schon mit 6? Ja. Und Musik ist auch etwas, das ähnlich wie Gerüche funktioniert, oder? Wo so wie im Gehirn etwas auslösen kann. Ich glaube, Musik ist auch ganz etwas Wichtiges. Weckt Musikerinnerungen bei dir? Erinnerungen, also klar, wenn ich ein paar Lieder kehre, irgendwie, ja, das ist schwierig zu sagen, wo ich mit Sachen verbinde. Das ist ja wie mit einem Geschmack, wenn man zum Beispiel ein Parfüm schmeckt. Mhm. Sagen wir so, oh, ich kenne noch jemanden, der das auch hat. Und bei der Musik ist aber mehr so für mich, dass ich eigentlich Musik mit etwas verknüpfe, wo ich gerade will fühlen. Also ich höre auch die Musik zu dem Zeitpunkt, wo ich weiss, wie ich drauf sein will. Mm-hmm. Ich weiss nicht, ob ich verstehe. Ja. Wenn ich sage, hey, jetzt muss ich einfach ein bisschen abschauen, dass ich mich schnell ein bisschen mich gut fühle, zufrieden sein, kein Stress, dann höre ich zum Beispiel Reggae. Und bevor dass ich vielleicht ich weiß nicht, an ein Referat gehe oder irgendetwas, dann höre ich andere Musik, die mich in die Stimmung bringt, wo ich aber will sein. Willst du einen hören eigentlich? Und sag mir, welchen und woher spickt es uns? Oder wieso brauchst du den? Gut, das eine ist, wie wir es gerade von Reggae hatten, ist Bob Marley One Love. Weil ich sage, also das ist mein persönlicher Vorsatz für 2024. Alles mit mehr Liebe machen und mich öffnen, dass ich Liebe empfangen kann. Mhm. Das ist... ja, ich habe das Gefühl, dass diese Kugel hier ein bisschen mehr Liebe verträgt. Who has hurt all mankind? Just save.
fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. Mehr Liebe fürs 2024, das ist der Vorsatz von meinem Fokusgast heute. Kevin Lötscher ist zu Gast. Er war Eishockey-Profi bis zu dem Tag, bis zu dieser Nacht, wo dein Leben verändert hat. Das war der 14. Mai 2011. Und das Perfide an Schicksalsschlägen ist, dass sie ohne Vorwarnung kommen, hast du mal gesagt. Du hast gerade noch einen Vertrag unterschrieben beim SC Bern. Gefeiert, glaub, mit deinen Jungs, deinen Fantastic Five. So deine beste Jungs klicken bis heute, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist, also aber den Vertrag habe ich irgendwie nur vor der WM habe ich unterschrieben. Und bin am Abend vorher in Bern unterwegs gewesen, bin heim ins Wallis gefahren am 13. Und bin nachher natürlich bei der Family gewesen. Und nachher auch bei meinen Fantastic Five. Das ist wirklich... Ich meine, wir haben früher zusammen Junior F Fußball gespielt. Der Diego, der Michi, der Angie und der Maike, das sind so meine Jugendfreunde, die einfach, ja, halt, wie gesehen ist immer wieder. Und das ist schön. Sie haben alle irgendwie Kinder oder die meisten. Und es ist ja, sehr viel, was sich verändert hat. Und ja, bin natürlich dann voll im Höch. Magst du erzählen? Ich habe gesagt, ich überlasse dir, was magst du erzählen von dieser Unfallnacht? Ja, zum Glück weiss ich nichts mehr. Also ich weiss natürlich nur, dass einfach von Erzählungen, die ich bekommen habe, also von Leuten, die mir gesagt haben, was passiert sei, wir sind irgendwie im Ausgang gewesen und ich habe noch eine Kollegin getroffen, die ich auch schon flüchtig gekannt habe. Ich bin nachher mit ein paar Freunden vom Unterwallis, die mir in die welsche Schule sind gekommen, wo ich die Sportschule gemacht habe. Wir haben irgendwie auf Gram und Tannenwelle, so viel ich weiß, oder abgekehrt habe. Und sind nachher heim zu der Kollegin gegangen und sie ist ein Auto geholt. Die ist sonst immer im Smart umhergefahren. Und hatte, ja, ihr Vater ist noch recht wohlhabend und fährt auch ein grosses, also ein dementsprechend grosses Auto, ein BMW X6. Und die ist nachher mit dem zurückgekommen und wir sind eingestiegen und losgefahren und haben irgendwie gemerkt, so, hey, die glaube ich schon ein Opfer, zwei zu viel gehabt. Und haben nachher irgendwie probiert, dass sie anhaltet. Und auch ein Kollege gesagt, oder auch ein Bekannter gesagt, er hat die Jacke eingeklemmt und wir sind dann ausgestiegen, wenn sie die Jacke gehalten hat und über die Straße gelaufen. Und sie ist nachher ein Brief im Kreisel gegangen und nachher zurückgekommen und genau auf meiner Hecke eigentlich Kontrolle über das Auto verloren. Und ist dann auf den Gehweg, also es war noch kein Trottoir, es war nur so ein Gehweg, weil da Baustelle war. Ich bin aufgekommen und hat mich von hinten aufgeladen und ich bin irgendwie 30 Meter weit auf den Kieshaufen geflogen. Und ja, da hat mein erstes Leben aufgehört. Da hat dein erstes Leben aufgehört? Capo Wallis hat dort geschrieben, in Rapport schweres Schädelhirntrauma, Koma. Von dem Tag an hast du, glaube ich, eine Lücke von eben 7 Wochen oder so. Du hast nichts mitbekommen? Ja, es ist genau so. Ich habe noch Bilder. Ich habe ca. 10 Tage vorher, als ich schon mir habe. Also von der WM. Ich habe zu keiner Sekunde eigentlich
wirkliche Erinnerungen. Also ich habe viele Bilder von der Kabine. Ich weiß noch, wo ich ungefähr gekocht bin. Ich weiß noch, wie es da ausgesehen hat. Ich weiß noch, wie das Stadion ausgesehen hat. Ich habe nur das Bild vom Hotel, vom Flieger. Aber ich habe einfach keinen Film. Mhm. Und das hat schon vorher angefangen. Und nachher sind sie irgendwie auch, ich bin 2 Wochen im Koma gewesen. Und so nach 2-3 Wochen in der Reha sind auch so die ersten Erinnerungen leicht zurückgekommen. Also sind es circa 2 vorher und 3 nachher. Gibt 2 plus 2 plus 3 gibt 7, wie ich gelernt habe. Und ja, also sind plus minus 7 Wochen, wo bei mir schwarz ist. Mhm. Irgendwann hast du deine Füße wieder gespürt und bist verwacht. Ich glaube, deine ganze Familie war um dich herum. Mit 23 beschreibst du das, hast du dich gefühlt wie ein Baby? Oder bist du wie ein Baby? Hast du dich wahrscheinlich nicht gefühlt, sondern bist. Oder? Also, du hast ja dann wie. Bist zurückgeworfen gewesen auf wie einen Anfang, oder? Ja, also die erste Zeit im Spital, im Anna-Seiler-Haus, war sicher nicht einfach gewesen. Weil, aber ich kann nicht selber kann noch reden. Ich kann nicht, also Läufe, Rado, Essen, ich habe Pampersack und wenn ich irgendwie, ich habe immer gelesen, auf das WC gehen kann, wenn meine Eltern da sind, weil ich irgendwie da, ja, hatte mich nicht so wohl gefühlt, weil mir eigentlich, was ja überhaupt kein Problem ist, aber wir haben es gerade kürzlich diskutiert, gestern mit jemandem, der ein Schädel-Hirn-Trauma hatte, er hat gesagt, ja, Siegfried war sehr schwierig, mit einer fremden Person auf das WC zu gehen und sich das Fittchen zu putzen, auf Deutsch gesagt. Und darum bin ich zum Beispiel immer gegangen, weil meine Eltern da waren. Aber es ist, ja... Und nur schon das ist wahrscheinlich irgendwie auch... Also, oder? Du bist ja auch ein 23-jähriger Mann und also, es ist ja wie... Ja, es ist sicher... Alles neu gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch von dem... Von der Phase, in der ich kam, bin ich eben WM gespielt und mega gefreut auf die Zukunft. Du bist so heiß auf alles, was kommt. Und nachher bist du einfach so zurückgeworfen. Das ist, der Kontrast ist gewaltig gewesen. Und darum ja, ist das sicher sehr eine intensive Zeit gewesen. Aber halt Rückblick und auch ein sehr wertvolle, dass ich ja, mich wieder neu habe kennenlernen. Und über das wollen wir nachher auch noch reden. Nach nur einem Monat bist du wieder auf der Beine gewesen. Also auf der Beine einmal, es hat Fortschritt gemacht. Und dein Bruder hat dort etwas mega Schönes gesagt. Hat nämlich gesagt, ich habe gesehen, was er in so kurzer Zeit geleistet hat. Kevin, da ist mir bewusst worden, was ich im Leben kann leisten kann. Also irgendwie schon dort... Und es hat sich bis heute durchgezogen, dass du irgendwie durch diesen tiefen Fall und durch diesen Aufstieg und das wieder aufkämpfen, wie hast du können auch Inspiration im besten Fall ja, also, sein? Aber ich meine, ich war gestern Abend beim Seeschwaben-Fanclub von Merz in Biel eingeladen und die haben mich echt gebucht für das Referat. Und ich habe gesagt, ja, das Referat, hier bei den Fans, Merz in Biel, da bin ich daheim und das geht nicht. Und habe nachher irgendetwas zusammengestellt, was ich noch nie gemacht habe, also in Art von Referat, ohne Bilder und Videos, einfach, was ich erzählt habe. Mhm. Und habe nachher einen Teil gelesen, habe wieder ein Referat gemacht, also wieder erzählt und habe nur mal etwas gelesen. Und ich habe gestern mal bei das Kapitel von meinem Bruder vorgelesen, um den Leuten zu sagen, hey, das ist genau das, darum mache ich, was ich mache, zum Leuten euch anzutragen, hey, was ist eigentlich mit mir? Bin ich eigentlich zufrieden? Was wollte ich noch erreichen? Oder was wollte ich machen? Was wollte ich einfach Leute euch müde machen und Hoffnung geben und sagen, hey, glaub an dich. Was auch immer. Einfach von meinen Erfahrungen anderen Leuten zu erzählen und noch irgendwie Kraft zu geben, das ist das, was mich antreibt jeden Morgen. Und so unglaublich an dieser Geschichte ist für mich auch, dass du sogar Kraft an einer Person gibst oder ihr wie hast du können vergeben, nämlich der Person, die an dieser Nacht eben dabei gewesen ist und wo quasi die Unfallfahrerin ist. Du hast bis heute mit ihr Kontakt und eben
ihr können vergeben. Ich glaube, das Wort kann man sagen, oder? Du hast ihr vergeben. Auf jeden Fall. Ich war in einer Situation, in der ich sehr viel blockiert war. Bei mir war Stillstand. Ich bin immer vorwärts gekommen. Ich habe sehr viel Energie daran verschwendet, mir Gedanken zu machen über die Unfallfahrerin. Mhm. Und ich einfach gewusst, wenn ich... Also am Anfang warst du hässig und das Ganze... Oder irgendwie, ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht negative Gefühle waren. Ja, also ich meine, wenn dich ein Besoffener in 85 Stundenkilometer überfährt und du im künstlichen Koma bist und einen schwerstellen Hintraum hast, dass da negative Gedanken aufkommen, ist ja mehr oder weniger normal. Also wäre komisch, wenn nicht. Aber ich habe mir einfach gesagt, hey, wenn ich vorwärts will, es ist ja nicht einmal um Schick gegangen. Es ist nicht darum gegangen, dass ich ihr Vergebung gebe. Es ist darum gegangen, dass ich wieder mir Möglichkeit habe gegeben, vorwärts zu gehen. Und ich glaube, das ist die einzige mögliche Handlung in der Situation, die ich machen musste. Mhm. Wie schaffst du das? Ja, indem du dich fragst, was du willst. Weil jetzt der Rest des Lebens hässig war und dir Gedanken machen über etwas, was sowieso passiert ist, was du sowieso nicht mehr verändern kannst. Oder du schaust vorwärts und sagst, zum Vorwärts gehen, was muss ich machen, dass ich wieder vorwärts komme? Für mich war es, hey, vergib dir frei. Und das war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Das zu machen war sehr prägend. Und ja, ich finde es schön, dass wir heute noch ab und zu Kontakt haben zusammen. Und das ist, das ist sehr cool gewesen. Wie fühlt sich das an, wenn man jemandem vergeben hat? Oder wenn man der Riesen, ich stelle es mir jetzt gerade vor, wie in einem Riesenfels, wenn man das loslassen konnte? Ja, man hat das Gefühl, man sei 20 Kilo leichter. Nein, es ist für mich, ich denke auch immer wieder daran, wenn ich Referat habe, wenn ich bei Firmen bin, dann kommt das Thema Vergebung auf, dann denke ich immer so, eigentlich schon cool. Weil ich kann jemandem vergeben, der einen Fehler gemacht hat. Und bin eigentlich an ihrem Fehler bin ich gewachsen. Und probiere das halt so zu sehen, wie ich das will sehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Du bist damals bei der Medienkonferenz vom SCB zurückgekommen und hast sie eröffnet mit «Ich bin wieder da». Und dann hat ein wahnsinnig langen Weg angefangen. Du hast so viel Energie reingesteckt. Du hast gedacht, hey, ich packe die Karriere wieder. Du hast 1000 Therapien gemacht und irgendwie hat es trotzdem nicht gelangt. Und irgendwie hat es ja auch wie niemand gesagt, bis es du selber wie gesagt hast oder gemerkt hast. Was für wichtige Begegnungen hat es trotzdem gegeben auf dem Weg, die dir wie cool fand, zum sehen oder dir eingestehen, hey, ich muss es loslassen. Das ist nicht mein Weg. Es war natürlich sehr schwierig, zu diesem Zeitpunkt zu hocken, wo mich seit ich drei, vier Jahre bin, begleitet mich das jeden Tag. Es war jeden Tag ein hockiges Thema. Es hat keinen Tag gegeben, wo Hocken kein Thema war. Keine? Nein. Immer. Sogar in der Sommerferien haben wir darüber diskutiert, wie wir dann wieder gegen Hocken spielen. Das war immer präsent. Und in dem Moment sage ich, ich tue das abbrechen, der Träume, den ich so fest wollte leben wieder. Ich wollte zurück in mein altes Leben. Wollen. Und das war nachher etwas, was mich daran gehindert hat, Lebensfreude zu verspüren. Also für mich ist klar, Gesundheit, Familie, das ist die Oberste. Und nachher ist bei mir immer einfach als allererstes ist Hockey gekommen. Aber was noch wichtiger war für mich, das Einzige, was wichtiger war als zu hocken, ist, dass ich Lebensfreude habe, dass ich zufrieden bin. Und ich bin immer zufrieden gewesen. Meine Persönlichkeit hat sich verändert. Und ich war sehr viel traurig und alleinzig und auf nichts mehr Lust gehabt. Und ich habe gesagt, hey, so will ich nicht mehr weiterleben. Und habe gesagt, ich muss irgendetwas verändern. Und das ist echt das erste Mal, als ich zum Eishockey der Riga gekehrt. Ja. Mit dem ist ja wie auch ein ganzes Umfeld weggefallen. Oder? Du hast ja wahrscheinlich einen ganzen Haufen einfach wirklich ausgemacht über das Feld, über das Eishockey. Wie, wie,
Wie fängt man da bei Null an, wenn das Eishockey wegfällt, der Job wegfällt, die Leidenschaft wegfällt und du etwas Neues musst erfinden, dich musst erfinden? Wie fängt man da an? Ja gut, das war natürlich ein kurzer Weg. Also, am Anfang war es sicher schwierig. Aber der ganze Tagesablauf ist weg. Mit ins Stadion gehen, trainieren, gehen zum Mittagessen. Gehen die Füße schauen, uns bewegen, zu sich schauen, gut essen. Das alles ist weg. Der Tagesablauf null. Das ganze Umfeld, die Leute, die dich begleitet haben, Staff, Coaches, Mitspieler, alles Hockey. Also, das war auch nicht mehr da. Und du bist einfach da. Und das hat sich angefühlt wie eine riesengroße Lehre. Und das hat mir persönlich auch sehr zu arbeiten gemacht. Ja, mir ist nicht mehr gut gegangen. Ich habe auch professionelle Hilfe irgendwann angenommen und habe mich selber wieder finden und mich selber kennenlernen. Und, Das ist ja ein spannender Satz, oder dich selber kennenlernen. Und ich glaube, das ist schon spätestens denken, es ist später deine Ehe zerbrochen. Deine Partnerin beschreibt das auch eindrücklich im Buch, wo sie sagt, so eine grosse Liebe, aber sie hätte dich wie müssen lassen gehen, weil sie selber nicht mehr können. Du musst mich korrigieren. Mhm. So habe ich es etwa gelesen. Und du hast dort einen Satz gesagt, hey, eigentlich ist Beziehung zu mir etwas, was ich entdeckt habe für mich als Fundament. Wie führt man denn eine gute Beziehung mit sich selber oder wie fängt man die an? Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Nein, aber... Weil sie mega individuell ist. Ja, sicher. Aber weißt du, was hast du für ein Learning können daraus nehmen, wo man irgendwie anfängt? Ja, ich glaube, sich selber gerne zu haben, ist etwas mega Schönes. Und auch zum Sachen kann man richtig zu verarbeiten, habe ich das Gefühl, oder einmal bei mir persönlich ist das viel gewesen, indem dass ich allein bin. Mhm. Indem dass ich mir viele Gedanken über mich selber mache, indem dass ich mich teilweise für kritische Fragen oder dass ich mir kritische Fragen stelle. Und ich habe sehr viel Zeit in der Natur verbracht, indem dass ich einfach mit mir war. Ich habe niemand anders gebraucht oder um mich wollen, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, hey, bevor dass ich dass andere Leute von mir können profitieren können, müssen einfach mal Beziehung zu mir gut sein. Und das war ein spannender Reis, muss ich sagen. Jeder braucht seinen Happy Place. Oder du hast jetzt gerade gesagt, ich musste Orte suchen, Orte, wo ich bin oder wo ich eintauchen kann. Und ich glaube, jeder von uns hätte ja in so im Kopf, oder, wenn du überlegst, wo bin ich glücklich, der Happy Place, also ich könnte dir einen sagen, aber schwierig ist ja, in einer Leistungsgesellschaft wird man immer wieder ein bisschen weggezogen von dem. Oder? Du vergisst es immer, das kommt dann noch. Oder? Wir halten uns häufig fern von dem Happy Place. Ja, ich spiele dich. Ich weiß genau, was du meinst. Aber schlussendlich, wenn ich mir die Zeit nicht gebe, wenn ich mir die nicht nehme, an meinen Happy Place gehe, dann macht es niemand anders. Sagen wir nicht die Katrin, du nimm dir jetzt mal Zeit und geh ein bisschen zu einem Happy Place. Ich kann das schon schreiben, ja. Ja, aber nein, klar, weißt du, was ich meine? Wenn ich mir nicht sage, hey, ich brauche jetzt Energie, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und von der Zeit, die ich für mich habe, wo ich mich aufladen kann, werden alle Menschen um mich werden profitieren davon. Mhm. Also ich finde das eigentlich... Aber was glaubst du, was haltet uns von dem Happy Place ab? Oder den Ort, wo wir tanken können? Wieso gehen wir nicht dort hin? Ja, ich weiß nicht. Ich gehe regelmässig da an die Orte, wo wir gut gehen. Kannst du ein bisschen erzählen von diesen Routinen? Ja, also ich meine, ich probiere immer meinen Tag mit Sachen, die ich habe, ein bisschen zu planen. Mir auch die Zeit für mich. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe gestern Morgen gemacht, ein Vorbereitungsgespräch mit einer Bank, kann ich ein Referat werden gehalten. Ich habe nachher gewusst, nachher da habe ich einen Slot von einer Stunde und dann gehe ich spazieren oder dann gehe ich auf den See oder was auch immer. Dann mache ich etwas alleinzig, ohne Nattel, wo ich mir einfach
Räume und Zeit für mich gebe. Und komme nachher heim und weiss genau, und dann habe ich dann noch 27 Bücher, die ich muss signieren mit der Liste, mit dem Namen, männlich, weiblich, weil teilweise ist so schwierig zu sehen oder herauszufinden, ob das ein männlicher Name ist oder ein weiblicher, weil ich habe schon ganz viele Namen gesehen in der letzten Zeit und das ist immer wieder schön und spannend. Aber weißt du, ich probiere mir das wirklich einzuteilen und mir zu sagen, hey, ich brauche einfach mindestens einmal am Tag brauche ich Zeit für mich. Pause. Aber ich glaube, das hat sich grundsätzlich auch so ein bisschen verändert durch den Unfall, oder? Also dein Alltag sieht heute auch anders aus, wegen den Folgen, die bis heute spürbar logisch. Sind. Logisch. Ich meine, vorher ist einfach, hat alles einfach funktioniert. Ich habe mich nie, oder ich habe mich nie gross bewusst gefragt, hey, bist du eigentlich zufrieden? Was wählt ist schon? Schau doch ein bisschen mehr, das hat es nicht gegeben. Ich habe einfach Hockey gespielt, das Hockey hat mir so viel gegeben. Und unbewusst auch, dass ich im Hockey das kann leisten kann, was ich geleistet habe, habe ich automatisch mich zurückgenommen, habe ich zu mir geschaut, habe ich abgeglichen, habe ich Sachen gemacht, die mir gut getan haben. Aber natürlich auf andere Art und Weise wie heute. Ja, du hast ja ganz am Anfang von dieser Leistung geredet, oder? Alles war immer abhängig. Hey, bringe ich so meine Leistung auf dem Eis? Trägt das etwas bei zum Eishockey? Du hast auch mit dem abgefogen? Ja, auf jeden Fall. Die Leistung ist sicher, das ist sicher etwas gewesen, wo das hat einfach mehr so da sein. Weil wenn ich gut genug bist, dann spielst du einfach nicht aus der Realität. Aber ich kann mir verstehen, also das klingt nach einem 180-Grad-Kehrtwende, oder? Heute schaust du nicht, wie kann ich etwas leisten? Also wahrscheinlich zählt das auch dazu bei, aber so wie ich jetzt dich höre, schaust du vor allem auch, wie kann ich mir etwas Gutes tun? Dass ich wieder kann leisten kann, ist ein ganz anderer Ansatz. Genau. Was ich noch sagen muss, im Hockey, immer wenn ich Hockey gespielt habe, habe ich Spass gehabt. Habe ich absolute Gaudi gehabt. Das war echt schön, Hockey zu spielen. Und auch, das ist etwas, was ich allgemein probiere, aber Spass, Freude in, da drin zu bringen, in dem, was ich probiere zu machen oder zu erreichen. Und wenn ich bei Sachen Spass habe, dann mache ich es automatisch besser, weil ich halt mit mehr Herz dabei bin. Ganz einfach. Wie glaubst du, wie findet man eine neue Leidenschaft? Ich habe leider auch schon ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ich finde das wie nicht für mich. Und ich finde das irgendwie ein trauriger Gedanke, wenn man wie, weißt, nichts hat, was einem so erfüllt. Mhm. Auf eine ganz einfache und simple Art. Ja, ich glaube, ausprobieren. Also, viele Sachen ausprobieren. Man kann ja nicht irgendwie in ein sicheres Zentrum gehen und sagen, ich hätte gerne eine neue Leidenschaft. 15, 90, alle, nicht mehr 2. Das geht ja nicht. Aber ich glaube, in dem, dass ich... Ja, bei mir ist es so, dass ich einfach meine Sachen ausprobieren. Was hast du ausprobiert? Ja, ich habe einfach... Es ist sicher mal wichtig, dass ich irgendwo mal anfange. Ja. Ich bin Gärtner gewesen. Ein Jahr lang Verkäufer gewesen. Habe eine Ausbildung angefangen zum Ernährungsberater. Das war alles nach dem Unfall gewesen. Das war alles nach dem Unfall gewesen. Und habe einfach mal angefangen, weil ich halt einfach gerne gegessen habe. Und weil Hockey immer die Ernährung auch ein Thema war, und habe gedacht, ich muss einfach irgendwo anfangen. Und bin von einem zum anderen, habe wieder jemanden kennengelernt. Mich hat auch Sportpsychologie hat mich sehr interessiert, weil ich da der Jörg Wetz hat mich da lang begleitet und habe nachher eine Ausbildung gemacht zum Sportpsychologe. Also, und das Eis? Das Eis, ja, ich muss sagen, das ist noch, da hat noch eine gewisse Distanz. Also ich bin persönlich auch praktisch jede Woche für mich. Ich spiele selber Hockey, das fängt mega. Aber ich habe noch eine gesunde Distanz. Ich werde mich selber noch nicht zu fest involvieren, irgendwie
ich weiß nicht, was der Grund ist, was genau der Grund ist. Sehr wahrscheinlich. Es geht nicht einmal darum, dass ich nicht mit dem Kind würde zusammen arbeiten. Es gibt auch viel, oder Gedanken kann ich mir machen, sind auch viele so, ja, oh nein, auf die Eltern habe ich keine Lust. Ja, also nicht beige, aber ja, ich habe noch irgendetwas, was mich daran hindert, irgendetwas in diesem Bereich zu machen. Du hast vorher von deinen Happy Places geredet, eben der Murtensee. Ich glaube, eine ganz wichtige Stallhütte von deinem Grossvater, Plätschen. Also oberhalb von Plätschen. Das heisst Mäschler. Mäschler? Mäschler. Dort oben triffst du manchmal Entscheidungen. Was neben mehr Liebe hast du fürs 24 getroffen als Entscheidung für dich? Ich muss sagen, ich habe natürlich sehr viele schöne Momente da oben. Ich treffe nicht nur Entscheidungen. Also wenn ich Entscheidungen treffe, bin ich auch viel da oben. Ob ich das Buch schreibe oder nicht, habe ich mir da oben mehrmals überlegt. Ich habe da oben, das ist einfach ein Ort, wo ich sehr viele schöne Erinnerungen habe. Wo ich Zeit mit meiner Familie verbracht habe, wo ich als kleiner Bub oben war. Wo ich mit meinem Bruder und dem Papa und der Mama am Holz bin. Oder, keine Ahnung, einfach auch heute Momente, wenn ich mit meinem Kind oben bin und der Grossvater ist da und das Nani ist da und der Gerti Sven ist da, das ist natürlich mega cool. Und ich brauche da oben wie nichts und bin einfach zufrieden, wie es gerade ist und kann gut den Moment erleben. Aber immer wieder hat man halt Zeit, verschiedene Gedanken, vor allem auf meinem Lieblingsstein, wo ich eigentlich viel hocke, wenn ich da bin. Und da fällt es mir eigentlich relativ einfach, in mich einzutauchen, sagen wir jetzt einmal. Ist das das, was dich so zu dir bringt? Mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich jetzt im Vorfeld mit dir Kontakt hatte, du bist immer sehr präsent und du nimmst dir Zeit. Und es wirkt so wie eine extreme Kraft. Und das ist etwas irgendwie Besonderes. Hast du das Gefühl, du hast etwas anzapfen können oder bist du einfach schon immer so? Hey, das ist voll schwierig zu sagen. Es ist klar, ich kann nicht genau sagen, wenn ich bin schon immer jemand ein Zugänglicher gewesen, wo irgendwie einfach Anschluss gefunden hat, wo ich habe immer probiert freundlich zu sein und viel zu lachen und ich habe es einfach gerne lustig, aber extrem bei dir sein, weißt du, und das nachher ausstrahlen, das macht ja etwas. Das bin ich sicher nicht immer gewesen, sicher auch nicht immer so bewusst. Das ist ja etwas, wo mir wichtig ist. Dass jemand halt bei sich ist, dass jemand euch an sich glaubt, dass jemand das ausstrahlt und sagt, hey, ich habe etwas drauf, weißt du? Ich fühle mich bei Menschen, die voll bei sich sind, euch einfach hören wohl. Und wenn ich mich mit Menschen wohlfühle, will ich die Menschen wieder treffen und alle anderen verschwinden einfach irgendwo. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man einmal so jung, so nah am Tod war, was für eine Bedeutung hat der Tod für dich heute? Hey, ich habe mir noch nie Gedanken über den Tod gemacht. Muss ich gerade ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, was nach dem Tod passiert. Es ist mir auch gleich, ob es weitergeht oder ob es nicht weitergeht, ob man irgendwo im Himmel ist und oben in der Brille, ich weiß es nicht. Und es interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich, weil ich einfach sage, hey, solange ich auf der Hörerkugel bin, probiere ich etwas Gutes zu machen. Und das, was später kommt, das kümmere ich mich darum, wenn es so weit ist. Also im Moment leben? Ja, probieren, ja. Alle reden ja immer wieder von Purpose. Hey, ich brauche Purpose in meinem Leben. Das und das ist der Sinn. Ich kann mit Purpose nicht so viel anfangen. Aber Sinn spüre ich mehr. Was heisst für dich Sinn? Wann hat dein Leben Sinn heute? Das kommen die ganz grossen Fragen zum Schluss. Ja, jetzt hätten wir fast noch einen Räucher zusammen. nein,
Also, jetzt geben, das ist ja wirklich ein Dave, finde ich. Aber ja, was ist der Sinn? Ich glaube, der Sinn für mich in dem, dass ich etwas mache, wo erstens, wo mich selber zufrieden macht, wo mich selber erfüllt. Mhm. Wenn ich natürlich, also das ist jetzt in meinem Fall, wenn ich etwas kann machen kann, das anderen noch hilft und vielleicht einfach, indem ich gute Sachen mache, indem ich gute Vibes verbreite und Liebe verstreue und keine Ahnung. Für mich ist einfach wichtig, dass man oder ich probiere, dass die Leute sich in meiner Nähe einfach wohlfühlen und merken und so, das ist jetzt ein guter Bursch. Und das ist für mich wichtig. Und dann habe ich für mich eigentlich meine Purpose erreicht. Es geht ja nicht darum, dass ich so viel Geld kann verdienen kann, dass ich das leisten kann oder was auch immer. Einfach Kopf damit zufrieden sein. Wenn ich zufrieden bin, dann habe ich meine Purpose erreicht. Und ich werde zufrieden, indem ich etwas mache, das mich jeden Tag erfüllt. Und das ist etwas, was ich mit dem Hockey hatte und glücklicherweise jetzt wieder gefunden habe. Dank dem fantastischen Umfeld, der super Familie und einfach gute Leute um mich. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten schätze. Kupfer damit zufrieden sein. Ich zitiere dich. Kevin, sorry. Und weißt du, was der mit dem mehr Liebe vorne? Also wirklich ein Häkchen dahinter machen. Also bei mir ist Sache gute Vibes. Danke vielmals für die Stunde. Mit dir für das Gespräch. Der Kevin Lötscher, unser Gast im Fokus. Und sein Musikwunsch ist eigentlich auch eine kleine Liebeserklärung an Pat Burgener, der letzte bei mir zu Gast war. Und der hat auch gute Vibes versprüht. Das kann man nachhören unter srf.ch/audio, unsere Audio-Podcast-Sammlung. Pat Burgener, Snowboard-Profi. Ja, was ist er nicht alles? Er ist ein Tausendsassa und er ist immer auch Musiker. Und bist du kürzlich oder immer wieder an Konzert von ihm? Ja, ich bin in Zürich, wo er mit dem Kim Churchill nach seinem Konzert zuerst mal, das war Sons of the East Konzert, wo der Kim Churchill Vorband war und dann ist noch der Pat Burgener auf die Bühne gekommen und die haben zusammen Musik gespielt, weil er hat ja seinen Sound gehört, wenn er Olympia gefahren ist und sie nachher zusammen ein Lied gemacht, wo es eigentlich das Lied ist. Also das ist wie der Team-Song von meinem Buch. Für mich ist einfach wichtig, irgendein Lied zu haben für mein Buch. Und in dem, was der Pat erlebt hat, wo er nicht immer nur einfach war mit Verletzungen und so, der Umgang und Olympia. Und aber wie du gesagt hast, er verbreitet gute Vibes und erzählt in seinen Lieder Geschichten. Und wieso hast du gerade das Lied ausgewählt? Die Streams, ja. Aber dass wir nicht so Läufe hören und China dreimal zu glauben. Und auch wenn es mal schwierig ist im Leben, irgendwie zu vertrauen zu haben, dass das wieder gut kommen kann. Und dass es vorwärts geht. Und ich meine, er hat sehr viele Passagen im Lied, die einfach mega schön sind. Danke fürs Gespräch. Merci dir. Kevin Lötscher. The ocean, allowing my doubts to leave. Staring at the skyline, cities far below my feet. Yesterday's worries turn into memories. Sitting by the ocean, learning from the rolling sea. In these dreams, oh, we'll be waiting, chasing these dreams.
Get up stronger, keep fighting. It's only when it hurts can you really know where you belong and you find your way home. We'll be waiting, chasing these dreams. I've been chasing darkness, a heavy weight upon my chest. Nothing's like a failure when you know you gave your best. Yesterday's golden keeps me holding on. Sitting by the ocean, learning from the things gone. We'll be alright, wherever we end up.
all your clothes dance underneath the moon and take the road a little further from home. Further from home. Take the road a little further from home. Further from home. Take the road a little further from home. Let it go. Follow the ocean. Let it go. Follow the ocean. Take my hand and everything will be alright. Save your blades for something else. Don't hurt yourself, just fight. Well, I understand it must be hard for you, but there's not one thing I wouldn't do. Give you my heart if you feel like yours is cracked in too. So let me ask you one thing, a simple question. I need an answer. Are you okay? Are you okay? Voices, I know they're giving you pains. You want more bottle from the bottom of a river, feeling like you go insane. But did you know? And all your feelings, so I know what to do. So let me ask you one thing, a simple question. I need an answer. Are you okay?
understand the pain is severe. Won't you hold my hand for another year? Or maybe two or three or four or more. Because your life is as beautiful as your soul. So let me ask you one thing, a simple question, I need an answer. Are you okay? Are you okay? Waking up and I just don't know where I wanna be. All I have are memories. It won't be long until I leave this simple town again. I miss you, my old friend. 'Cause you belong to the ocean, love. And that is where you're gonna be. In the sun, in the seas, let it rain over me, but that is over me. And I was hoping that I'd see your pretty face again. For now I'll just pretend. And we could run through the trees, among the seas and in the breeze. I've gotta let this old heart mend. You belong to the ocean, love. And one day I'll have to let this go. But how can I forget you when everything I do, I wanna let you know. I'll make you tea, and we'll go swinging through the trees, and I will hold you close to me. But when you left, it was so hard to go back to the sea. It's a part of you and me. As you belong to the ocean above, and driving your van down to the coast. When I feel the ocean breeze blow over me, yeah, love, I know that you are close.